Abgereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. So, ich bin hier am Testen. Und das ist die Batteriespannung, die ihr gerade seht. Und ich hatte die gerade die ganze Zeit, also vorhin waren sie auf 1228 unter Last. Dann ist aus Versehen das Kabel hier abgegangen. Und ich hatte die war bei 1228 unter Last. Ungefähr mit der LED blablabla. Dann habe ich schon ein bisschen rumgespielt. Und jetzt sind wir bei 1230 und ab und zu. Wahrscheinlich geht es jetzt wahrscheinlich nicht mehr. War gerade das Kabel abgegangen. Und da war sie dann ab und zu mal so auf 1231 gesprungen. Na, jetzt klappt es ja noch nicht. Also, das ist ja so eine kleine Moped-Batterie vom Falco, vom Schrott. Die hat 60 Milliohm Innenwiderstand, die ist ja eigentlich Müll. Die hält jetzt hier schon minutenlang schon mal die 1230, ne, wo gesagt, wie gesagt, ab und zu war mal ein Piekser nach oben. Aber jetzt irgendwie gerade nicht mehr. Brauchen tut sie jetzt angeblich 27,9. Aber wie gesagt, ich habe selbst mit 25 angegangen, das ist sofort auf 12,8. Ach Quatsch, 12,28. Scheiße, jetzt geht es irgendwie nicht mehr. Ich meine, es ist schon krass, dass es so lange hält, ne? Die Batterie ist Schrott. Wahrscheinlich wird es schon fallen, aber... Puh! Krass. Das zieht irgendwie... Sehr wenig. Oder die Batterie wird jetzt gerade regeneriert hier dabei. Das kann natürlich auch sein. Wollt's jetzt gerade? Hab ich richtig gesehen? Ne. Bleibt jetzt. Also ich denke mal, die wird jetzt so schön langsam fallen. Aber brutal, ey. Da! Habt ihr's gesehen? Da wieder. Zack. Was? Lol. Ja, da habe ich jetzt mal auf Kamera, das reicht. Habt ihr gesehen, die ganze Zeit bei 12,30. Wie gesagt, ich war schon bei 12,28 unter Last. Und ich habe jetzt da noch ein bisschen rumgespielt, habe noch ein Conti mit einem, hier das kleine Conti und das Potti mit reingemacht. Na, ihr habt es kurz gesehen. Krass. Hier ist noch das Ostsee-Bild. Sind bei 20 Millivolt pro Kästchen und oben 10 Mikrosekunden pro Kästchen. Ha. Das W-Signal oder was? What the fuck, ey. Krass. Naja. Achso, hier haben wir noch die 100 Lux auf mal 100 eingestellt. Ne? Hier steht es mal 100. Das habe ich im letzten Video nicht so erwähnt. Ja, krasser Scheiß. Absolute Schrottbatterie hier. Mal gucken. Vielleicht regeneriert es ja gleich ein bisschen. Ich lasse jetzt einfach mal dran und messe dann mal den Innenwiderstand, weil ich hatte die hier zum Regenerieren und habe halt mit dem Messgerät den Innenwiderstand gemessen und war 50 oder 6 Milliohm. Immer noch 12,30, ne? Das ist unfassbar. Und die ist Richel, ne? Das ist halt nur, weil jetzt das Ding hier davor ist. Da kann ich bestimmt schon meine Bude beleuchten. Naja, gut. Ich lasse mal ein Stück laufen. Wahrscheinlich mal ein paar Stunden hier, bis es fällt. Also ich denke schon, dass es fällt. Und dann messe ich mal den Innenwiderstand. Es kann jetzt halt sein, dass durch die Pulse oder so auf der Batterie hier der Innenwiderstand ja besser wird. Ne, und dass die deswegen steigt oder so, das müssen wir noch mal gucken. Also was hier steigt, ne, das ist ja ein Messfehler. Also jetzt ungefähr eine Viertel, eine halbe Stunde später. Wir sind immer noch bei 12,30. Und wir haben mal überlegt, ob der Innenwiderstand hier von der Batterie gleich mit dem sein könnte oder dass da Probleme gibt.
dann müsste es aber so sein, wenn es ein Messfehler ist, dass wenn ich jetzt ab, also dass jetzt das zu viel anzeigt bei irgendwelche, was weiß ich, müsste ja, wenn ich abklemme, ist ja die Schaltung unterbrochen, dann müsste die Spannung ja fallen, theoretisch. Also, den habe ich mir jetzt mal so überlegt. Das mache ich einfach hier aus. Null. 12,31, 12,32. Okay, 12,32. Aber das steigt halt sofort. Also erholt sich halt. Also ist auf jeden Fall eine Belastung ist drauf. Also die wird auf jeden Fall fallen. Aber das ist schon krass, ne? Ich lasse jetzt mal über Nacht laufen, mal gucken. Wird er dann. Mal gucken, wo es morgen ist.